Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Herrn Bürgermeister Scholz noch mal ausdrücklich dankbar, dass Sie die Beweggründe für den sogenannten Anteil noch mal ruhig und sachlich dargestellt haben. Und deswegen, das darf ich auch für den Koalitionspartner sagen, war für uns von Beginn an klar, dass wir hier das grundsätzlich nicht anfassen. Eine schwierige Übereinkunft zwischen der Bundesregierung und Ihnen als 16 Bundesländern. Und ich glaube, wer das in Frage gestellt hätte, es gab ja Debatten, Thema 100-prozentige Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft. Wer eine Stellschraube rausnimmt, der bringt das ganze Gefüge dann durcheinander. Aber ich will darauf eingehen, hier wurde gesagt von der Kollegin Wagenknecht, dann sagen wir einfach Nein. Wissen Sie eigentlich, wozu Sie da Nein sagen? Sie sagen Nein zu weiteren Prüfrechten des Bundesrechnungshofes. Sie sagen Nein zum 104b. Kommen darauf noch zurück, dass die Bundesregierung stärkere Steuerung, stärkere Prüfrechte haben. Sie sagen Nein zur Modernisierung der Online-Portale, der Digitalisierung. Sie sagen Nein zur Modernisierung der Steuerverwaltung. Und deswegen will ich hier an dieser Stelle schon ausdrücklich Respekt den Bündnis 90 den Grünen gegenüber zeigen, die sich wirklich dezidiert mit den Grundgesetzänderungen auseinandergesetzt haben. Und wenn die Grünen hier 9 von 13 Grundgesetzänderungen zustimmen, dann finde ich es auch ein starkes Signal des Deutschen Bundestages nach außen, dass wir hier gemeinsam gesamtstaatliche Verantwortung wahrnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben schleichend einen Bund-Länder-Finanzausgleich bekommen, eine quasi zweite Säule, die aktuell in diesem Jahr, wenn man 10 Jahre zurückguckt, zusätzliche Einnahmen von Ländern und Kommunen in Höhe von fast 23 Milliarden Euro bedeuten. Nicht eingerechnet in diese 23 Milliarden ist der Aufwuchs nächstes Jahr beim kommunalen Entlastungspaket, was von 2,5 auf 5 Milliarden wächst, oder auch die Änderung über den 104c, Stärkung von finanzschwachen Kommunen bei der Sanierung von Schulinfrastruktur noch mal von 3,5 Milliarden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird immer nur auf den Bund geschaut. Wenn wir über gleichwertige Lebensverhältnisse reden, wenn wir über gesamtstaatliche Verantwortung reden, dann müssen wir auch einbeziehen, dass im Jahr 2016 Länder und Gemeinden Jahresüberschüsse gemeinsam von 16,6 Milliarden hatten. Und bei den Ländern waren es fast 9 Milliarden, bei den Gemeinden waren es fast 8 Milliarden Euro. Und das ist unter anderem dadurch zum Tragen gekommen, nicht nur durch den massiven Aufwuchs von Steuereinnahmen, sondern insbesondere, weil sich, seitdem Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, in 3 Legislaturperioden eben diese quasi zweite Säule der Bund-Länder-Finanzbeziehung so deutlich ausgeweitet haben. Und mir war immer wichtig, das wissen meine Kollegen im Haushaltsausschuss sehr gut, dass wir auch endlich mit dafür sorgen können, wenn wir Geld an Länder, Geld an Kommunen geben, dass das Geld erstens da ankommt, wo es hingehört, und zweitens auch dafür verwandt wird, wofür es vorgesehen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit der Änderung des 104b, mit der Änderung des 114, glaube ich, hat der Bundesrechnungshof Instrumente in der Hand, dass das zukünftig besser laufen wird. Ich will schon 2 Beispiele nennen, die mich in den letzten Tagen massiv geärgert haben. Stellt das Institut der deutschen Wirtschaft fest, dass 300.000 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen fehlen. Wahr ist aber, dass wir das 4. Programm auflegen, 2017 bis 2020, 1,1 Milliarden, dass aber im 3. Programm 2015 bis 2018 gerade mal 1/3 der 550 Millionen abgerufen worden sind. Und hier gibt es aus meiner Sicht 2 Verantwortungsebenen. Es gibt die Verantwortungsebene des Bundesministeriums, dafür zu sorgen, dass das Geld auch abfließt und so ein Zustand von fehlenden Kitaplätzen, 300.000 ist eine erschreckende Zahl, nicht eintritt. Und es gibt auch die Verantwortung der Länder. Es gibt die Verantwortung der Kommunen, dass dieses Geld auch zielgerichtet dort eingesetzt wird, wofür wir es politisch vorgesehen haben. Und ich will einen 2. Punkt nehmen. Der Bund stellt in den
Und er stellt dieses Jahr 1 Milliarde Euro für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Der Bund wird im nächsten Jahr in diesem Jahr 1,5 Milliarden, im nächsten Jahr auch 1,5 Milliarden, im letzten Jahr 1 Milliarde. Gebaut wurden aber von den Ländern, von der Ländergesamtheit, gerade mal 25.000 Sozialwohnungen mit dem reinen Bundesgeld. Und übrigens, sozialer Wohnungsbau ist keine Bundesaufgabe, das ist eine Länderaufgabe. Mit dieser 1 Milliarde hätten mindestens 35.000 Sozialwohnungen hätten gebaut werden können. Und da ist natürlich meine Frage bei den Ländern, die nicht mal die Bundesmittel umgesetzt haben. Was passiert denn mit dem Geld? Wofür wird es genommen? Und ich sage auch an dieser Stelle eine Bitte an das Bundesministerium. Man kann die Dinge nicht einfach so laufen lassen, sich freuen, dass die 15.000 Sozialwohnungen in 2015, 25.000 in 2016 und sagen, wir brauchen aber 80.000 Sozialwohnungen. Ja, wenn wir 1,5 Milliarden Bundesgeld nehmen und 1,5 Milliarden Geld der Länder, denn die Erwartungshaltung ist, dass zu 1 Euro Bund, 1 Euro Land kommen, dann kriegen wir auch die 80.000 Sozialwohnungen insgesamt für Deutschland hin. Dann erreichen wir unser Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wenn ich dieses Gesamtpaket betrachte, ich will noch eine kurze Anmerkung machen zum Thema Verkehrsinfrastruktur. Uns hat fast keiner geglaubt, 2013, dass wir diesen Investitionshochlauf schaffen. Heute haben wir eine Situation, dass bei Straßenneubauprojekten die Schubladen leergefegt sind. Es gibt aktuell kein einziges Straßenneubauprojekt in Deutschland mit Baurecht. Wir finanzieren alles aus. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Infrastrukturgesellschaft für Bundesautobahnen gründen, dass wir hier schneller und zügiger vorankommen. Und Frau Kollegin Wagenknecht, Ihre Kritik an ÖPP, ich weiß nicht, ob Sie mir, Herr Bürgermeister Scholz, zustimmen. Bei Ihnen läuft gerade ein ÖPP-Projekt, Hamburg, A7, Bordesholm, 1,6 Milliarden Umfang. Es läuft nach meiner Kenntnis exzellent. Termingetreu, kostengetreu und es gibt auch bei der Verkehrslenkung überhaupt keine Probleme. Ob das im konventionellen Bereich, Herr Behrens, ich könnte Ihnen x eine Latte von Verdopplung von Kosten im konventionellen Bereich hier runterrattern, ob das genauso im konventionellen Bereich gelaufen wäre, das würde ich im hohen Maße bezweifeln. Und deswegen, ja, diese Zahlen, ÖPP ist 40% teurer, ÖPP ist 20% teurer. Die 11 ÖPP-Projekte, die in Deutschland fertiggestellt worden sind, die in Deutschland laufen, sind termin- und kostengetreu realisiert worden. Und die haben unsere Infrastruktur vorangebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nur sagen, dass unter der Federführung des Haushaltsausschusses der Haushälter, ich glaube, hier ein Gesamtpaket zusammengekommen ist, wo ich nur sagen kann, dies ist zustimmungsfähig. Verschieben hilft nicht, entscheiden hilft. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Bettina Hagedorn für die SPD.